ihr Lieben, heute werde ich euch zeigen, wie ich das hier, und zwar das ist der Schuh von Ersa, gemacht habe bzw. machen werde, weil das ist der rechte Schuh und ich werde heute den linken Schuh machen. Das ist so das Grundgerüst. Dazu zu sagen ist, dass ich hier hinten offen lassen musste und ich muss gucken, wie ich das dann zumachen werde, weil sonst der Fuß nicht mehr rausgeht. Der soll ja hier durch und auch wieder rausgehen. Ja, unten kommt noch Befestigung hin. Das werde ich in einem anderen Video wahrscheinlich im Zuge aller anderen Befestigungen, die noch ausstehen, auch nochmal erwähnen. Als Grundschuh habe ich einfach hier so einen alten Turnschuh von mir genommen. Wunderschön, nicht wahr? Den werde ich dann später noch Silber einsprayen, genauso wie das hier eben. Und das kommt einfach so hier drüber und wird wahrscheinlich unten mit irgendwelchen, ja, mit irgendetwas befestigt. Ich weiß noch nicht was. Legen wir mal los. Ich habe jetzt hier noch die Vorlage von dem letzten Schuh. Das ist einfach irgend so ein Klebeband, das nicht sonderlich stark ist. Das habe ich jetzt einfach vorne um den Schuh, nee, hinten um den Schuh rumgeklebt, aufgezeichnet, wie weit es gehen muss, ausgeschnitten. Das sind die beiden hinteren Teile, die zusammengehen. Und ja, dann einfach hier auf meinen Wobbler aufgeklebt. Und das werde ich jetzt dann mal schnell ausschneiden. Ebenfalls ausschneiden werde ich jetzt ein paar Wobbler, 4 Wobbler-Stücke mit diesem Muster. Das habe ich noch als Vorlage übrig gehabt von den Armrüstungen und habe es einfach angepasst, ein bisschen gekürzt, einfach mal am Schuh angehalten und ja. Ja, dazu, was praktisch ist, die sind ziemlich klein und die werde ich jetzt einfach auf irgendwelche Wobbler-Reste aufzeichnen, damit ich hier meine Platte nicht mehr weiter verwenden muss. So, als nächstes brauchen wir 2 Stücke von so einer Form. Die habe ich jetzt einfach nochmal dieses Klebeband über den Schuh geklebt und dann ein bisschen hin und her experimentiert, um die Form eben herauszufinden. So, wenn ihr dann alle diese Stücke ausgeschnitten habt, können wir auch schon anfangen, weil der Rest, das hier, dann am Schuh eigentlich ziemlich individuell angepasst werden muss und ja, wir dazu erstmal die anderen Stücke brauchen. Also, das heißt, ich werde mir jetzt einfach diesen Schuh nehmen und ja, viel ist nicht zu machen. Ja, ich werde es euch trotzdem zeigen. Dieses Stück Wobbler erst einmal erhitzen. So, wenn ihr das habt, müsst ihr den Schuh am besten anziehen, damit ihr eben diese ausgefüllte Form bekommt. Und dann legen wir das Wobbler jetzt einfach mal an. Gut, in der Zeit, wo das fest wird, machen wir uns einfach schon mal daran, die anderen Stücke zusammenzukleben. Und zwar kommen jetzt diese Stücke dran. Wir brauchen erstmal, ich werde jetzt erstmal die so verbinden und dann nochmal so untereinander. Dazu einfach immer die Kanten erhitzen und aufeinander kleben. Tada! So, und vor allem werde ich das schrittweise machen, damit mir das Ganze nicht die Form verliert, weil ich die ja ziemlich gerade brauche und deswegen diese ganze Platte eigentlich nicht erhitzen müsste. Wenn ich jetzt aber die ganze Seite erhitze, ihr merkt es schon, also das ist auch hier heiß und hat sich verformt. Und dann wird das am Ende, ja, nur noch viel, viel mehr Arbeit, als wenn ich es einfach stückchenweise mache und zwischendrin einfach fest werden lasse. Und dasselbe mache ich hier jetzt nochmal. Jetzt habe ich das hier schön verbunden und jetzt muss ich gucken, dass ich hier eben diese Form reinbekomme, dass das hier so ein bisschen hoch steht. Ich könnte das dann einfach so eben hängen, fest werden lassen und
dann, sobald es hier von dem Lineal wieder einigermaßen abgeht, ohne sich zu verformen, könnt ihr bei den anderen Teilen weitermachen und einfach ein bisschen darauf aufpassen, dass das noch in der richtigen Form bleibt. So, wenn das ausgehärtet ist, schaut es dann so aus. Und in der Zeit habe ich jetzt gerade schon nach demselben Verfahren das andere vordere Teil gemacht. Gut, Moment, selbes Verfahren stimmt nicht ganz. Ich habe da nämlich keinen geraden Schnitt. Deswegen habe ich diese Teile einfach so aufeinander gelegt, erhitzt und dann hier, also nicht zu extrem erhitzt, und dann hier zusammengedrückt und einfach dann auseinandergeklappt. Dann habt ihr nämlich hier diese Form schön. Eben wichtig ist, nicht zu sehr erhitzen, damit erstens diese Seiten nicht ebenfalls klebrig werden. Zweitens, wenn ihr das dann zusammendrückt, dann drückt ihr viel zu viel zusammen und dann könnt ihr alles wieder auseinander friemeln, wenn es überhaupt noch geht. Diese drei Einzelteile, die wir jetzt mal zusammen basteln werden. Und zwar markieren wir uns jetzt mal die Stelle, an der die festsitzen sollten. Ich sehe gerade, ich muss hier nochmal drüber gehen, das sieht ein bisschen unschön aus. Wichtig ist, dass ihr nicht die komplette Seite anklebt. Ich mache das jetzt nur bis hierhin. Das Stück ist übrig, damit das eben noch so abstehen kann. Auf der anderen Seite genauso. Ich gehe da ziemlich an den Rand mit diesem Stück, weil ich da ja nicht allzu viel Platz habe und ich nicht will, dass der Schuh unten drunter rausguckt. Gut, wenn wir gerade dabei sind, machen wir erstmal die Markierung. So, wenn wir das alles aneinander haben, habe ich mir jetzt hier den Schuh nochmal mit diesem Klebeband hier eingewickelt. Ich werde mir jetzt mal eine Markierung machen. Und die ausschneiden. Das Ganze wird dann, wie alle anderen Teile zuvor, an ein anderes Stück angeklebt. Hier jetzt in dem Fall das da. Vorne, ich habe hier auf dieser Seite das ein bisschen länger gemacht und das hier einfach rumgeklappt. Und dann wären wir eigentlich schon fürs Erste fertig. So, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ein bisschen zuzuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, euch auf Ideen bringen oder sonst irgendetwas. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut auf jeden Fall das nächste Video. Und bis dahin, sayonara!